Skipper, don't you think we should tell them that the boat's out of gas? Nah, just smile and wave, boys. Smile and wave. Auf dem Platz Nummer 5 finden wir den Windows Movie Maker. Jeder kennt ihn, jeder hat ihn schon mal ausprobiert, jeder hat schon gearbeitet, keine Ahnung, aber jeder weiß auch, dass es nicht das Beste ist. Windows Movie Maker kommt ab Windows 7 nicht mehr ursprünglich mit dem Windows Betriebssystem, sondern man muss ihn extra auf der Microsoft-Seite runterladen. Windows Movie Maker hat einige Effekte drin, aber nichts im Vergleich zu den folgenden. Auf der Nummer 4 finden wir den Advent Mux Video Editor. Ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, aber ich denke mal so. Das ist ein kleines Freeware Linux Programm, auch schon etwas älter, aber es hat immer noch nice Features drin, wie eine kleine Color Correction, also ganz simpel gehalten mit Sättigung, Kontrast etc. Außerdem kann man Videos schneiden, bearbeiten und rendern. Das alles zu einem kostenlosen und relativ übersichtlichen Preis. Und ja, das ist eben der Atmos Video Editor. Auf Platz 3, auch ein relativ bekanntes Videobearbeitungsprogramm, der VideoPad Video Editor. Eine kostenlose Software, wo man seine Videos mit Schneiden, Rendern und Bearbeiten kann. Von diesem Programm gibt es auch noch eine Pro-Version, da sind dann relativ coole Effekte erhalten. In der Free-Version sind auch noch coole Effekte, also auf jeden Fall lohnenswert und kann man gerne mal reinschauen. Und dazu ist es noch kostenlos und man kann schon ganz gute Sachen rendern und bearbeiten. Auf Platz 2 finden wir Lightworks, ein super Videobearbeitungsprogramm. Kostenlos, hat echt schon Sachen drin für sehr teure Videobearbeitungsprogramme. Leider ist es relativ kompliziert und nicht so übersichtlich. Ich hatte das auch mal drauf und bin da nicht so zurecht mitgekommen. Aber es ist für kostenlos und Freeware und alle drum und dran. Oh mein Gott, es ist Wahnsinn. Es gibt auch noch eine Pro-Version, wie auch bei dem Videopad-Editor. Aber trotzdem, die kostenlos ist auch sehr gut. Man kann da sehr gute Ergebnisse mit erzielen und auf jeden Fall empfehlenswert. Und schaut mal rein. Auf Platz 1 ist wohl das meist unbekannteste Videobearbeitungsprogramm, denke ich. Also, aber ich bin totaler Fan davon. Das ist gratis, es ist einer von der Firma, wo die meisten von euch auch schon ein Programm von haben, und es ist einfach noch nie so wirklich erwähnt worden irgendwo, aber es ist wirklich gut. Die Rede ist von dem Videolan Movie Creator. Ihr habt bestimmt, also mal einigen von euch haben den VLC Video Player auf eurem PC, und die gleiche Firma hat auch ein Schnittprogramm bearbeitet. Es ist sehr cool, man kann kleine Effekte hinzufügen und man kann mehr spurig bearbeiten, und das ist echt was den meisten fehlt, und das gibt einen großen Plus. Es ist kostenlos und es ist, wie schon gesagt, von Videolan. Und super gut. Es gibt keine Effekte, die sind nicht der Hammer, aber man kann da immer noch mit arbeiten. Und auf jeden Fall, das ist die verdiente Nummer 1. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut wieder rein. Und schreibt mir, was ich noch für Alternativen für die nächsten Folgen machen soll. Also ein Programm. Und ciao.